Elena. Hallo. Cappuccino. So, ja, der Vlog geht weiter. Geil. Ist toll, dass es wieder losgeht, dass ich Leute wieder sehe. Völliger Quatsch. Ich arbeite hier. Wie lange ist das her, dass der letzte Vlog da war? 2, 3, 4 Monate. Keine Ahnung, ist zu lang her auf jeden Fall. Schwierig auszuhalten, deswegen gut, dass es jetzt weitergeht. Aber ja, habe ich sinnvoll genutzt. Ich habe viel gearbeitet auch in der Zeit mal. Was ist passiert in den letzten Monaten? Also wir waren sehr, sehr fleißig. Wir haben viele Events gehabt. Letzte Woche hatten wir viel gut Events. War richtig cool Kanufahren gewesen auf der Lahn. Ich würde voll gerne wieder ins Boot. Mir ist irgendwie geil. Es war ein Rennen. Wir haben gewonnen natürlich, also mein Team hat natürlich gewonnen. Wie ist es eigentlich mit Dave in den Bootsländern? Hat super geklappt. Fand ich toll. Okay, aber Dave hat was anderes gesagt. Echt? Wir haben zum Beispiel einige neue Leute bei mir im Producing-Team. Ich bin jetzt neu als Praktikant, habe ich hier angefangen. Ich habe eine neue Sitznachbarin, beziehungsweise zwei, weil ein Hund ist auch noch mit dabei. Ja, es ist in Frankfurt ziemlich warm geworden tatsächlich. Aber wir haben durchgepowert, auch bei fast 40 Grad. Haben die Kühlschränke voll gemacht mit Eis und dann ließ es sich doch ganz gut aushalten. Cool, vielen Dank, Lotti. Bitte, gerne, danke auch. Aber die Leute sagen sonst immer, wow, endlich, wann kommt der Vlog wieder, wann kommt der Vlog wieder? So fühlst du dich auch, oder? Ja. Wow! Das Jahr 2019, wir haben tolle Sachen vor uns. No, das hast du gerade gemacht. Nein, Mali Müllerlo. Ja, fuck. Leute, wir sind ein bisschen nervös. Wir haben ein neues Format hier bei unserem Vlogbuch und das nennt sich Projektüberfall. Projektüberfall, Projektüberfall, Projektüberfall mit Theresa. Projektüberfall gibt es ein Megafon und dieses Megafon werde ich bedienen. Ich habe ein bisschen Angst, wie das ankommt, aber was wir vorhaben, ist folgendes. Wir nennen eine Kollegin, Theresa, eine Projektnummer und sie muss uns sagen, was für ein Projekt das ist. Sie hat noch keine Ahnung, was passiert. Wir wissen echt gesagt auch noch nicht genau, was passiert, aber wir haben ein Megafon, das wahrscheinlich ein Ticken zu laut ist. Aber wir hoffen, dass es witzig wird. Theresa Gotthard, dies ist ein Projektüberfall. Oh Gott. Nennen Sie uns das Projekt mit der Nummer 1884 ohne nachzugucken, bitte. Strengen Sie sich an, Frau Gotthard, dies ist ein Projektüberfall. Es könnte ein Leben davon abhängen. So viel ich mich auch gerade. Wenige Sekunden noch, 5 Sekunden, raten! Chainwork wäre die richtige Antwort gewesen. A place where people can exchange knowledge and where innovative ideas can become revolutionary enterprises. Chainwork provides such a place for everyone who wants to join. Ich hätte quasi gerade nicht vertiefter sein können. Oh nein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin natürlich sehr enttäuscht von mir selbst, dass ich nicht darauf gekommen bin. Ich war sehr überrascht, dass es gerade mich betroffen hat, dieses Geräusch. Und ich dachte schon, ich kann es ignorieren und dann hast du meinen Namen gesagt und dann war es plötzlich ganz anders. Und ich werde jetzt nicht Projektnummer auswendig lernen, sondern entweder ich weiß es eh oder ich weiß es halt nicht. Ich bin ja kein Streber. Ich habe eine Frage an dich. Was ich diese Woche gelernt habe. Was total Banales. Ich habe ein deutsches Wort gelernt. Man darf nicht immer so voreingenommen sein. Hey, Palindrom. Das darf zwar nicht Palindrom mehr ist. Ich habe gestern gelernt, dass Internet sauteuer ist. Und das ist einfach also ein Wort, die von einer Richtung du lesen kannst und zurück bist du genau das Gleiche. Ich habe gelernt, dass die Feuerwehr schnell am Start ist, wenn es irgendwo anfängt zu brennen. Ah, jetzt schon gelöscht. Schon gelöscht. Dass Zitronen, wenn man sie zu lange im Wasser lässt, bitter werden. Dass Walhaie zu einer sehr gefährdeten Fischart gehören.
dass man ab 36 Grad Hitze frei bekommt. Die größten Fische auf der Welt, die sind eigentlich rund um den Erdball in warmen Gewässern unterwegs. Ich habe viel über Instagram-Ads lernen dürfen. Das finde ich sehr schade, weil es sind sehr schöne Tiere. Wir werden zwischen 5 und 10 Metern lang. Das sind sehr große Fische. Ich habe gelernt, dass die Sonne gut tut. Dass ich auf jeden Fall mein Auto lüften muss, weil es sehr aufgeheizt ist. Also ich habe gelernt, dass auf Rap-Konzerten nur kleine Kinder chillen. Ich habe gelernt, dass Wasser ohne Zitrone leckerer ist als Zitrone mit Tequila. Das habe ich gelernt die Woche zum Beispiel. Ja, Moritz, wir waren wieder auf einem Dreh und die Herausforderung bei dem Dreh war eigentlich, dass wir innerhalb von einem Tag alle Shots zusammensuchen oder drehen, die wir eben wirklich brauchen für das fertige Video. Wir sind natürlich dann wieder zu der recht gottlosen Zeit um 5 Uhr morgens aufgestanden, um rechtzeitig am Drehort zu sein, entsprechend genug Zeit mitzubringen, alles vorzubereiten und aufzubauen. Okay, und bitte? Cut! Und wir haben mit einem jungen Darsteller gearbeitet, der von dem Sprecher, von der Off-Stimme direkt angesprochen wird und darauf dann reagiert und mit dem Sprecher so ein bisschen interagiert. Hey, du! Kann es sein, dass du dich für Technik interessierst? Und dann eben bei diesem Unternehmen, also Scheuermann und Heilig, durch die Hallen läuft und eben erfährt, warum Scheuermann Heilig cool ist. Und ja, immer wieder eben in dieser Interaktion mit dem Sprecher. Hatten dann noch diese Szene im Rheinraum. Ich bin jetzt gerade in der Szene in diesem Rheinraum da drin. Hängen gerade noch so 2-3 Asteras auf, damit wir drinnen ein bisschen cooleres, blaueres Licht haben. Und dann haben wir so eine Szene, wie so Leute, die so verkleidet sind in Kitteln, ganz akribisch was arbeiten. Unser Protagonist, der Justus, kommt dann rein, trägt seine Schutzbrille nicht. Die gucken so, geben eine Schutzbrille, arbeiten weiter, er setzt sie auf und sieht die schöne, präzise Arbeit bei Scheuermann teilig. Cut. Putzen Simon, Simon sage ich schon. Wir müssen putzen, weil es muss alles glänzen. Alles muss glänzen. Wunderschön strahlen. Moritz, warum putzt du eigentlich nicht? Und bitte? Und wir hatten ein paar verschiedene Studio-Settings vor bunten Hintergründen, was ganz cool war. Wir bereiten gerade das Set vor, und zwar einmal das von einem Jugendlichen, das Büro von einem Angestellten und den Arbeitsplatz eines Fastfood-Ketten-Mitarbeiters. Backdrop Revolution ist es. Backdrop Revolution. Es ist warm. Es ist richtig warm, Moritz. Jetzt bauen wir einen Dolly auf. Meine Hände sind schmutzig. Und meine Knie. Aber das wird gut. Dann brauchen wir wirklich viel Kamera läuft. Und bitte? Nein. Dann klatsch mal kurz in die Hände. Los. Und einmal kurz klatschen. Alles klar, aufrollen, umbauen. Es war auf jeden Fall, es war nicht wenig Arbeit, aber es hat Bock gemacht. Wir haben eine neue Optik, und zwar die gleiche, mit der dieses Video gerade gefilmt wird, das Sigma 18-35-1.8. Und das Besondere ist, es hat eine durchgehende Blende, eben von 1.8, also ein sehr lichtstarkes Objektiv. Und genau, und damit werden wir ab sofort nicht nur die Vlogs, sondern natürlich auch unsere eigenen Videos filmen. Ich kann mal den Jonas nerven. Wer ist denn der Jonas? Das ist der Jonas. Der Jonas ignoriert euch. Der Jonas kann uns nicht hören. Der Jonas muss ein wichtiges Projekt checken. Gib Eiskaffee. Cream im Strohhalm. Siehst du das? Guck mal hier. Das Cookies and Cream ist da drin. Siehst du das? Im Strohhalm. Dann trinkst du da draus. Und dann löst sich das auf.
Und Aline sagt, das ist richtig geil, Mann. Das sehe ich zum ersten Mal. Wo ist mein Eis hin? Marcel? Nein, wem gehört der Löffel? Wollt mir nicht gegeben sein? Ich nicht. Du kamst von dem. Es schmeckt alles süß, aber es schmeckt jetzt kein Cookies and Cream spezifisch raus. Komm, bin ich durch, Alter. Ich muss jemand zu mir kommen. Sophia! Doch, hier! Okay, Moritz, war die geilste Folge ever. Ich habe nichts gesehen davon bisher, aber es war geil. Hallo, wir sind keine Entertainer, wir sind hinter der Kamera sonst. Sind wir fertig? Nein, das rote Licht leuchtet noch. Schade.